Okay, neues Thema, kurz. Ist der Islam zu schwer? Du hast es mit Leuten zu tun, die keine Muslime sind, die sagen, hey, ich nehme Islam nicht an, das ist mir zu schwer, da habe ich so viele Verpflichtungen, da muss ich dieses machen, jenes machen, das ist das und das verboten, ich trinke mir gerne mal einen Cognac oder einen Whisky, ja, und ich habe eine Freundin und ich spiele Glücksspiel und ich gehe in die Disco, ja, und bei Christopher Street Day möchte ich auch noch mitmachen mit meiner Latexhose, ja. So, und dann sagen die, ey, das ist mir zu anstrengend, habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu anstrengend. Was sagen wir? Wir sagen erstmal, der erste Schritt ist die Frage, glaubst du an Gott und glaubst du an den Koran, an den Propheten Mohammed? Wenn du das glaubst, dann mach die Shahada, okay? Mach die Shahada, sag die Shahada, weil die Shahada ist erstmal der Schlüssel. Wenn du fest überzeugt bist, sage das und deine schlechten Angewohnheiten schieb die erstmal auf Seite. Sondern denke erstmal daran, dass du mit der Shahada erstmal den Schlüssel fürs Paradies hast. Wer die Shahada mit Überzeugung sagt, der wird irgendwann ins Paradies reinkommen. So. Und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Wenn du eine schlechte Eigenschaft hast, du schaffst das vielleicht nicht von heute auf morgen, dir die abzugewöhnen. Aber mit der Zeit schaffst du das. Und es ist besser, du stirbst mit der Shahada und hast gute Taten gemacht, als dass du ohne Shahada stirbst und hast paar gute Taten gemacht, aber auch viele schlechte Taten, als du stirbst ohne Shahada und hast viele schlechte Taten gemacht und gehst für alle Ewigkeit in die Hölle. Was ist besser? Zu sterben in einem Zustand, wo man das Glaubensbekenntnis gesagt hat und irgendwann, vielleicht noch 1 Million Jahre, dann für Ewigkeit ins Paradies kommt, oder ohne das Glaubensbekenntnis zu sterben, und für alle Ewigkeit in die Hölle zu kommen. Soll ich was sagen? Wenn einer sterben würde und er hat sein ganzes Leben lang keinen Alkohol getrunken und kein Schweinefleisch gegessen und keine Unzucht begangen, ja, und der stirbt aber ohne Glaubensbekenntnis, der geht für Ewigkeit in die Hölle, und derjenige, der stirbt und hat sein ganzes Leben lang gesoffen wie ein Weltmeister und hat bei Karneval sich zugesoffen und Schweinefleisch gegessen, der kommt irgendwann ins Paradies. Aber was wir sagen ist für jeden da draußen, schau, ob der Islam richtig ist, informiere dich, sag nicht sofort, ja, wie manche das machen, sondern schaue, gibt es Allah, ist er einer, ist er anbetungswürdig, ist der Koran wirklich eine Offenbarung Gottes, ist der Prophet ein wahrer Prophet. Und wenn du davon überzeugt bist, dann geh den ersten Schritt, sage, ich bezeuge, dass es keinen gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keine wahre Gottheit gibt außer Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Das ist der erste Schritt. Und dann arbeite an dir. Dann arbeite an dir. Dann gibt es noch Muslime. Für die ist das angeblich zu schwer. Ja, alles so, die ganzen Verpflichtungen. Man sollte sich bewusst sein, vor allen Dingen als Muslim sollte man sich dessen bewusst sein, das wird leider zu wenig vermittelt, das vermitteln dann nur die angeblichen Hassprediger, dass alle Regeln, die Allah dir offenbart hat, zu deinem Nutzen sind. Allah hat dir die nicht offenbart, um dich zu ärgern. Allah sagt im Koran, weil wir ja Laienprediger sind, die angeblich keine Ahnung haben, da erwähnen wir den Koran, Vers 20, Vers 1 und 2. Toha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Toha, wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich wirst. Sondern warum? Sondern warum? Weil wir allein Prediger sind, angeblich keine Ahnung haben, erwähnen wir den Koran fest wieder, Sure 16, Vers 97. Ja. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, und ist dabei gläubig, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und das mal die Erfahrung machen diejenigen, die früher in der Disco rumgeturnt sind und Party gemacht haben und auf dem Weg vom, was weiß ich, von Drogen, Alkohol etc. waren und die dann aufgehört haben. Was bringt dir das Leben gegen die Gesetze Allahs? Spielsucht, Alkoholsucht, eine Freundin, die dir Kopfschmerzen bereitet. Was hast du dadurch bekommen? Du hast nur Probleme gekriegt. Im Gegenteil, der Islam beschützt dich vor Problemen.
Der beschützt dich vor Problemen. Und dann am Anfang denkst du vielleicht, ja, boah, da muss ich 5-mal am Tag beten und dann kriege ich vielleicht keine Arbeit. Vielleicht diese Arbeit, die du kriegst, damit du nicht betest, weil du nicht betest. Vielleicht ist diese Arbeit schlecht für dich. Vielleicht ist in diesem Geld gerade kein Segen drin. Vielleicht wird auf diese Arbeit was passieren. Du weißt gar nicht, von wo da die Vorherbestimmung Allahs kommt. Deswegen soll kein Muslim denken, der Islam sei schwer. Schwer ist es, gegen die Regeln Allahs zu leben. Denn da wird man irgendwann die Quittung bekommen, wenn man keine Tauba macht, wenn man keine Reue zeigt und zurückkehrt. Deswegen, an alle Nicht-Muslime, mein Ratschlag, schaut euch mal Vorträge an, wie von mir, was ist der Sinn des Lebens, der hundertprozentige Beweis, dass der Koran von Gott ist, wie findet man den wahren Weg zu Gott. Ja, schaut euch mal solche Vorträge an, gibt noch viele andere. Und beschäftigt euch damit und hebt mal die Hände zum Himmel und sagt, oh, allmächtiger Gott, weil manche, die beten so, manche beten so. Kein Prophet in der Bibel hat so gebetet, sondern die Propheten in der Bibel haben mit dem Gesicht auf den Boden gebetet, wie die Muslime das heutzutage tun, oder so gebetet. So hat der Prophet Jeremia in der Bibel gebetet und so beten auch die Muslime. Hebt mal die Hände und sagt, oh, allmächtiger Gott, zeig mir den wahren Weg als wahr und hilf mir, ihn zu befolgen und zeig mir die falschen Wege als falsch und hilf mir, davon Abstand zu nehmen. Mache das. Deinem offenen Herzen, wenn du nach der Wahrheit suchst. Weil wir wollen keinen, der den Islam annimmt und gar nicht weiß, was er annimmt. Beschäftige dich damit. Aber sag nicht von Freunden, oh, 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 ist das totaler Quatsch. Wir haben das oft, Leute schreiben uns, ja, wie, was ist das denn? Wir haben schon eine Antwort drauf. Wenn du uns vernünftig fragen würdest, dann könnten wir dir eine Antwort drauf geben. Aber du bist von vornherein am Motzen, du weißt noch gar nicht, was unsere Antwort darauf ist. Ist doch Schwachsinn, warum denn das und das? Ja, frag uns doch, warum das und das, bevor du sagst, das ist Schwachsinn. Und für die Muslime nochmal, denkt niemals, dass irgendetwas, was Allah vorgeschrieben hat oder verboten hat, schlecht für euch sei. Beziehungsweise, dass es schlecht für euch sei, von den Verboten, die Allah, von den Dingen, die Allah uns verboten hat, Abstand zu nehmen und die Dinge, die Allah uns geboten hat, zu praktizieren. Denn alles, was Allah uns geboten hat, ist gut für dich. Allah braucht dich nicht. Keine Sekunde braucht er dich. Du brauchst ihn. Und die Verbote, die er aufgestellt hat, hat er nicht gemacht, um dich zu ärgern. Sondern weil er für die Menschen das Beste liebt. Wal-Wadud, er ist der Liebende. Ar-Rahman, der dessen Erbarmung alles umfasst. Und er ist der Allweise, der alles weiß, der weise ist, der seine Gesetze aus Weisheit legisliert, der Allwissende, der Alim, der Fähige, Al-Qadir, also der Fähige ist Al-Qadir und Alim ist der Wissende, der weiß vielleicht in einer Sache, da steckt etwas Schlechtes für dich drin, du weißt das nicht. Wenn du mit einem Kind zum Arzt gehst und das Kind soll eine Impfung bekommen, das Kind wird schreien, das Kind sieht keinen Sinn in der Impfung, das Kind sieht nur die Schmerzen, aber du als Erwachsener bist weiser als das Kind, weil du mehr Wissen hast. Und Allah ist unendlich und unvergleichlich weiser als wir und wissender als wir. Und er weiß, dass eine bestimmte Sache, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, schlecht für uns ist. Und wir nehmen das nicht wahr, dass die schlecht für uns ist. Aber er weiß, dass da etwas drin ist, was schädlich und schlecht für uns ist. Und er verbietet es uns. Deswegen, liebe Geschwister, vertraut auf Allah. Wa ala Allahi fatawakkalu kuntum mu'minin. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Gut. Kurzer Vortrag zu